Ach, da bin ich ja froh, dass Peter das nicht geschafft hat. Jetzt geht es um ein völlig anderes Thema. Jetzt wollen wir nämlich darüber sprechen, andere Menschen in den Bann zu ziehen. Ist es eine Begabung oder ist es eine Frage der Übung? Kann man das lernen? Das wollen wir heute herausfinden. Ich bin sehr, sehr froh, dass er hier ist. Der Charisma-Macher Georg. Und jetzt ganz langsam Wawrzyniek. Perfekt. Yes. Wow. Du hast gerade gesagt, du hast schon auf sämtliche Aussprachen gehört. Ich kenne jede Variante. Ich habe gerade beim herfahrenden Studio im Radio gehört, es wurden gerade die 5 am schwersten aussprechbaren Worte im Deutschen gekürt. Vielleicht ist Nummer 1 bald Wawrzyniek schon. Dein Name wahrscheinlich. Der gehört auf diese Liste. Ich bin wirklich also sehr, sehr froh, dass du da bist. Dankeschön. Wir haben nämlich auch dein Buch Charisma fällt nicht vom Himmel. Bevor wir darüber sprechen, wollen wir auch ein bisschen über dich als Person sprechen, weil du bist eigentlich, kann man auch so sagen, Kollege. Lange Zeit auch moderiert beim Radiosender Ö3 in Österreich. Da auch sehr, sehr viel gelernt. Auch, ich glaube, Ausbildung auch gemacht, Moderation hast du gemacht. Also alles, was dazugehört. Und man sagt über dich, du bist ein, oder Freunde sagen über dich, du bist ein Suchender. Mhm. Heißt das, du kannst nicht stoppen, du bist immer, willst immer was Neues erlernen, was Neues sehen? Ja, es gehört immer was Neues her. Das steckt, glaube ich, im Endeffekt auch bei meinem Thema drinnen. Ja. Ich glaube, wir finden genau das Thema im Leben, das für uns passt. Und damals war es so, kurz in meiner Geschichte, ich war immer der Meinung, so 16, 17, 18 Jahre, wie ich war, ich bin so hässlich. Okay. Ja, und dann kompensiert man das. Und dann habe ich damals beschlossen, ich werde so wie du, ich werde Fernsehstar. Okay. Also da habe ich mich beworben im ORF, habe da ein großes Casting gegeben und es ist gut gelaufen und die haben alle gesagt, hey, der hat journalistisches Talent, das passt. Und dann setzt sich ein Chefredakteur neben mich und sagt, Wawrzyniek, ich habe gute Nachrichten, Sie haben das perfekte Gesicht für die Medien. Und ich habe mir gedacht, super, geil. Ja. Und er sagt, fürs Radio. Fürs Radio. Ja, genau. Also, Sie sehen jetzt hier Fernsehgesicht, Radiogesicht. Nein. Das ist der große Unterschied. Und so hat mich der Weg zum Radio geführt. Und das war aus zwei Gründen sehr spannend. Einerseits habe ich dort sehr eindrucksvolle Menschen kennengelernt. Ja. Und es gab eine Szene, die mich sehr beeindruckt hat. Wir sind da in unserem Studio gesessen in Wien. Und da war so die Küchensituation, kommen und gehen und da dreht man sich nie zur Türe um. Und plötzlich geht die Türe auf, irgendjemand kommt rein und es drehen sich alle zur Türe hin um. Okay. Und da stand Falco im Raum. Und das war wow. Ganz großer Held, also das war so von mir, Falco. Richtig großer Auftritt. Ja. Und andererseits habe ich auch viele Interviewpartner und Menschen kennengelernt und habe gesehen, manche funktionieren irgendwie, die sind spannend, die sind begeisternd und andere sind halt eher irgendwie zum Einschlafen. Und dann hat es mich interessiert, wie funktioniert das? Ja, also das war war Falco in der Tat dann es war mich ein Auslöser, Punkt. Und immer auch diese Frage eben auch drauf zu kommen, warum es gibt spannende Menschen und warum gibt es Schnachnasen. Da habe ich dann zu forschen begonnen, wo kommt Charisma her, wo kommt Begeisterung her und kann man das eigentlich auch üben, kann man das trainieren und kann man das erlernen? Kann man mit Sicherheit, also hättest du nicht das Buch drüber geschrieben, weil du sagst ja auch, wenn man zu Hause auf der Couch sitzt, es kommt nicht zur Tür rein und es fällt auch nicht runter. Weil wenn man es übersetzt, Charisma, glaube ich, aus dem Griechischen Original auch das Wort, eigentlich eher so ein bisschen, kann man sagen, übersetzt eigentlich von Gott etwas gegeben auch, eine bestimmte Gabe auch. Ursprünglich ja. Also es gibt zwei ganz interessante Entstehungen des Wortes Charisma. Das eine ganz früh in der griechischen Mythologie schon. Und da gab es den Gott Hephaistos, der war zuständig für die Metallschmiedekunst. Und der war ja mit Aphrodite verheiratet, an und für sich schon eine ganze Fäsche. Und der hat ihr irgendwann einen Gürtel geschmiedet namens Charis. Und der hat die Aphrodite endgültig unwiderstehlich gemacht. War dann eine schwierige Ehe, wie wir wissen, Trojanischer Krieg und so. Also einerseits steckt da das schon drinnen, diese unwiderstehliche Anziehungskraft, die charismatische Menschen haben. Und in der christlichen Mythologie war eben genau das, was du erwähnt hast, da war es eigentlich die Göttergabe der Einsicht und der Eingebung. Und für mich steckt da aber auch schon was Spannendes drinnen, in dem, wie wir es heute meinen. Ich habe eine ganz feste Überzeugung, es kann jemand nur senden, wenn er auch empfangen kann. Ja. Also man muss auch mal aufnehmen können, um senden zu können. Und so die Dauerquasler und Dauerquatscher, die immer nur produzieren, die bringen es auch nicht zum großen Charisma. Ganz wichtig bei der ganzen Geschichte ist mit Sicherheit auch, man muss persönlich selber, wenn man sich ändern will, mit Sicherheit auch aus einer, was viele Leute kennen, die sogenannte Comfort Zone, die muss man schon verlassen. Auch sonst fällt es einem quasi nicht irgendwie in den Schoß, diese ganze Sache. Absolut. Also ich habe da hinten schon auf eurem Bücherregal gesehen von meinem lieben Kollegen von Stefan Kollegen Friedrich. Sind Günther, das Günther-Prinzip, der Schweinehund, um das geht es ganz genau. Und daran glaube ich wirklich, dass man manchmal aus dem, was man schon kann, rausgeht. Und ich
habe unlängst mit einer Psychologin bei einem Vortrag gesprochen und habe die gefragt, was ist eigentlich jenseits der Komfortzone? Ja. Und sie hat gesagt, das ist die Panikzone. Das ist die soll nicht sein. Und dann habe ich sie noch was gefragt und das war interessant. Ich habe gesagt, was ist jetzt, wenn ich in die Komfortzone gehe und dort immer wieder bin? Was passiert dann eigentlich? Und dann hat sie gesagt, es ist ganz klar, die Komfortzone wird immer größer und die Konfliktzone kleiner. Ja. Und charismatische Menschen gehen raus ins Leben, die probieren immer wieder wirklich was Neues. Die probieren was aus, wo sie sagen, eigentlich kann ich es noch nicht. Und dadurch haben charismatische Menschen sehr große Komfortzonen. Die sind in sehr vielen Dingen zu Hause, die fühlen sich bei vielen wohl und die können sehr vieles. Ja. Ich finde das sehr, sehr spannend. Wir werden gleich noch viel mehr von dir lernen und vor allen Dingen auch noch viel mehr wissen, was überhaupt in dem Buch alles stehen wird. Charisma fällt nicht vom Himmel. Es sind ein paar sehr interessante Thesen von dir auch drin. Wir werden vor allem auch über Coronis sprechen. Yes. Das ist nämlich auch ganz Lieblingsthema. Sonst funktioniert das Ganze nämlich auch nicht. Also heute bei uns in der Sendung Georg Wawrzyniek, wirklich ein sehr interessantes Thema. Charisma fällt nicht vom Himmel. Jetzt geht es hier erstmal weiter mit den Kollegen vom Klickblick. Vielen, vielen Dank. Warum haben manche Menschen Charisma und andere nicht? Das wollen wir heute beantworten mit dem Charismamacher Georg Wawrzyniek und vor allen Dingen auch mit seinem Buch Charisma fällt nicht vom Himmel. Ganz, ganz wichtig ist ja auch bei dir, denn alles über was du sprichst, du bist Autor, du bist Keynote-Speaker, Motivationstrainer, kann man ja auch sagen, aber alles über das, was du sprichst, du brennst selber dafür. Ist das wichtig, dass man selber auch dieses innere Brennen für etwas hat, damit es überhaupt so funktioniert? Ja, das ist also im Charisma einer der ganz wichtigen Bestandteile. Und egal, welche Biografie man von charismatischen Menschen liest oder wen man trifft, die wissen alle, wofür sie brennen. Es gibt ein Zitat von Mark Twain, das ich so gerne mag, der mal gesagt hat, es gibt zwei wichtige Tage in deinem Leben. Denjenigen, an dem du auf die Welt kommst und den Tag, an dem du weißt, warum. Okay. Und dieses Warum zu kennen und dieses Why zu kennen und wofür man brennt, das innere Feuer, das ist ganz wichtig, weil wenn es innen nicht brennt, dann wird auch kein Funke überspringen. Ja, ich habe mal ein Foto aufgemacht von jemandem, wenn man drauf guckt aus Bild, wird man sagen, guck mal hier, Austin der junge Powers. Austin der junge Austin Powers. Es ist in der Tat Sir Richard Branson. Ja. Und wenn man dieses Foto sieht, ich weiß nicht, wie alt er auf diesem Bild war, könnte ich mir jetzt unglaublich schlecht vorstellen, das ist der große Macher irgendwann mit Virgin oder jetzt auch mit Virgin in Richtung Weltall unterwegs, Weltraum. Wie haben es solche Menschen geschafft, dann irgendwann doch so zu wirken auf ihr Umfeld? Oder auch ein Steve Jobs beispielsweise, ganz, ganz große Gestalt. Also das sind spannende Beispiele, die ich auch in meiner Keynote habe. Da ist er ungefähr 16, übrigens Sir Richard Branson, Richard Branson mittlerweile. Und da sieht man eines ganz klar. Ich meine, der Mann kriegt heute für eine Keynote für eine Stunde ungefähr 250.000 Euro. Ja. Also das ist schon die ganz große Liga. Ja. Da würde man es ihm jetzt wahrscheinlich noch nicht bezahlt haben. Oder auch wenn man sich einen Steve Jobs anschaut in jungen Jahren oder einen Barack Obama anschaut in jungen Jahren. Das sind ganz normale 16-, 17-jährige Menschen. Und die haben insofern ihre Hausübung gemacht, dass sie alle ihren Weg gegangen sind. Ja. Die haben alle was erlebt, wenn man beim Richard Branson schaut. Der ist mit, glaube ich, ein bisschen über 60 noch mit dem Surfboard, hat er versucht, über den Ärmelkanal zu fahren und so weiter. Oder mit seinem Flugzeug. Ganz viel. Also, Ballon, die tun halt. Und auch wenn man jetzt sagt, na, das ist im Großen, ich kann es auch im Kleinen tun. Und das ist eben genau diese Komfortzone, die wir vorher besprochen haben, schon zu verlassen und draußen im Leben zu sein. Und du hast vorher angesprochen, ich glaube, es gibt so zwei Komponenten, die ganz wichtig sind, dass man charismatisch wirken kann. Und die eine davon, und beide werden heute ein bisschen zu wenig gebraucht, die eine Komponente ist das Hirn. Mhm. Es hat unlängst eine ganz spannende Studie gegeben. Die University of Queensland hat da mit über 400 Probanden das probiert. Und die haben nachgewiesen, wenn jemand schnell denken kann, dann hat er charismatische Wirkung. Ja. Also schnelle Denker, die schnell Schubladen aufmachen können, die geistig wach und fit sind, die haben mal eine gute Wirkung. Ja. Und der zweite Bestandteil, und das ist einer, den wir hier sehen, ich sage es immer ganz frei heraus, die Eier. Die Cojones. Die fehlen manchmal, ganz egal ob bei Frauen oder bei Männern, die Position ist verschieden, aber da sind sie. Und die braucht es auch, um Wirkung zu haben. Und die braucht es einerseits, indem man Lebenserfahrung hat, indem man sich wirklich was traut, indem man da rausmarschiert. Und das Zweite, was ist, und das haben die auch alle gemeinsam, ein Gefühl zu haben für die eigene Gefühlsstimmung, für die von anderen und diese Stimmungen dann übereinzustimmen. Und dafür braucht es ein gewisses Gefühl.
ein gewisses Gespür, wie man so schön sagt. Ist der Weg denn nicht auch manchmal doch sehr, sehr schmal, charismatisch zu sein, ohne jetzt vielleicht für den Betrachter überheblich irgendwie zu wirken? Ist das nicht ein doch sehr, sehr schmaler Grat, dass man ein bisschen aufpassen muss? Ist es absolut. Da steckt noch was drinnen, was auch beim Hirn dazugehört. Ja. Ein sehr lieber Kollege von mir, der Jon-Christoph Berndt, ist ein Markenspezialist und der hat einen so schönen Satz mal gesagt. Er hat gesagt, die Marke ist das, was man hinter deinem Rücken über dich spricht. Okay. Ja? Und das finde ich immer sehr spannend. Also wenn man den Raum verlässt und jemand sagt was über mich, was sagt er? Und das ist meine eigentliche Wirkung. Und charismatische Menschen sind fast süchtig danach, Feedback zu bekommen, sich zu reflektieren, über sich nachzudenken, um sich dann ändern zu können, um an sich arbeiten zu können und um weiterzukommen. Das ist so ganz ein wichtiger Punkt, auch nicht sozusagen in dieser Blase zu sitzen, sondern auf sich schauen zu können. Im Gegenteil sieht man, wenn man diverse große Castingshows sich anschaut, da gehen dann manchmal Menschen hin, wo man sich denkt, ist nichts vorhanden. Weder Hirn noch die Coronis. Das ist leider gar nichts vorhanden. Aber warum gehen die da hin? Die müssten das doch irgendwie sehen. Ja, also. Georg Wawschinek heute bei uns in der Sendung. Vielen, vielen Dank schon mal bis hierhin. Gleich werden wir uns noch mal ganz genau über das Buch unterhalten, wie es aufgeteilt ist, was darin zu finden ist und vor allen Dingen, für wen du es auch geschrieben hast. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Doch. Gleich viel mehr hier bei Lifestyle. Im Gespräch mit Mediencoach und Autor Georg Wawschinek und wir sprechen über sein Buch Charisma fällt nicht vom Himmel. Wie genau bist du vorgegangen bei einem Buch? Du hast es unterteilt in verschiedene Bereiche, wenn du uns die vielleicht noch mal ein bisschen näher erläutern könntest. Also es sind grob zwei Bereiche. Mhm. Der erste ist eine Reise durchs Charisma. Das ist sehr anekdotenhaft geschrieben, relativ angenehm zu lesen. Und da untersuche ich einfach auch, wo man im täglichen Leben auf Möglichkeiten stößt, wie man sich entwickeln kann und wo man Charisma entwickeln kann. Ein relativ breiter Bogen, da geht es um einige kommunikative Eigenschaften, da geht es darum, warum es auch mal notwendig ist, sich zurückzuziehen, ein bisschen in die Stille zu gehen, sehr breit gestreut. Und im zweiten Bereich geht es um meine Methodik, die ich gefunden habe, Core Telling. Genau, Core Telling, ja, genau. Das finde ich sehr interessant. Ja, das vereint zwei Dinge. Das eine ist, der Core steckt drinnen, der Kern. Mhm. Ich halte es für ganz wichtig, an den Kern der eigenen Geschichte zu kommen, um gute Wirkung zu entfalten. Und ich halte wenig davon, irgendwo am Äußeren herumzudoktern. Das ist auch schon wird vorbereitet im ersten Teil. Ich glaube, dass wir nicht die tausendste Regel brauchen, wenn man heute irgendwo im Internet auf einen Buchladen geht und dort mal schaut, wie viele Bücher es über Präsentation oder Medientraining da gibt. Tausende. Und trotzdem machen die Menschen immer die gleichen Fehler. Also da muss einiges verankert werden. Und darauf baut das Core-Telling auf, dass es darum geht, an den Kern der eigenen Geschichte zu kommen, an dieses innere Feuer, das wir vorher schon besprochen haben. Und gleichzeitig auch zu schauen, wo ist meine Emotion, wofür brenne ich? Und immer auch zu versuchen, und das ist der zweite Teil, wo das Storytelling drinsteckt, das Ganze in gute Geschichten zu verpacken, in Gleichnisse zu verpacken, dass es auch spannend und gut erzählbar wird. Ja, bei diesem Core-Telling sind, glaube ich, ganz bestimmte Fragen, die man sich da stellt. Kannst du so ein paar davon mal erklären? Ja, also das ist so die Quintessenz. Ich habe in den letzten 15 Jahren mit über 10.000 Menschen auf der ganzen Welt gearbeitet und habe geschaut, welche Fragen funktionieren besonders gut. Die erste beispielsweise, also es gibt zwei Fragen vorher, wo man sich einem Thema nähert, indem man schaut, was ist der kritische Zugang, auch um die eigene These abzuklopfen. Und dann kommt die erste wichtige Frage, die ist immer spannend, wenn ich über ein Thema zu sprechen habe und ich hätte nur einen einzigen Satz zur Verfügung, nur einen. Was würde ich dann sagen? Oder wenn man in einem Interview eingeladen ist und du hättest gesagt, ich habe leider die Zeit übersehen, du darfst jetzt nur einen einzigen Satz sagen, was wäre das? Ja? Und sich darüber Gedanken zu machen, das ist ganz wichtig und das ist die Orientierung für alles Weitere, was man tut. Und eine Frage ist eine ganz wichtige, das ist die dieser emotionalen Beteiligung. Und da gibt es eine ganz interessante Tradition in Amerika, Last Lecture heißt die. Mhm. Da wählen Studenten an Universitäten einmal im Jahr einen Professor und der hält dann eine Vorlesung, als wäre es die letzte seines Lebens. Und da gab es einmal einen jungen Professor, Randy Pausch hat er geheißen in Amerika, der sehr jung an Krebs erkrankt. Und der hat wirklich seine Last Lecture gehalten. Ja. Das war hoch emotional, gibt es überall auch auf YouTube zu sehen. Und ich finde diese Frage spannend, wenn ich nie wieder über ein Thema sprechen würde,
was ist mein wichtigster Wert, der da drinnen steckt? Was ist meine tiefste Überzeugung? Wo ist dieses Why, dieses mein Warum? Und wenn ich diesen Bogen habe, dass ich einerseits vom Inhalt her in einem Satz verdichten kann, andererseits diese Emotion habe und dann auch noch darum Beispiele und Geschichten suche, dann wird das Ganze aus meiner Erfahrung in aller Bescheidenheit gesprochen ziemlich unwiderstehlich. Ja, aber auch um dahin zu kommen, muss man ja selber auch bei sich selber erstmal was ändern. Also auch da muss man einen bestimmten Weg ja mit Sicherheit auch einschlagen, überhaupt dahin zu kommen, um sich selber auch diese Fragen stellen zu können. Ja, also die sind auch ein bisschen eine Guideline durch, ja. Also dass einem jemand auch mal diese Frage stellt. Und es ist immer ganz spannend. Ich habe dann oft auch in meinen Coachingskunden, wo ich sage, sagen Sie mir das doch mal in einem Satz. Und in 99,9% der Fälle sagen die Menschen, aber das ist es ganz genau. Und diese Arbeit einmal zu machen, zahlt sich aus. Und was auch für mich eine ganz klare Erkenntnis ist, alle Charismatiker, die haben an sich gearbeitet, die haben ihre Hausübungen gemacht. Ja. Und deswegen fällt es nicht vom Himmel. Es ist erwerbbar. Ein bisschen was muss man dafür tun. Ja, deshalb ist auch aus dem jungen Austin Powers dann auch in der Tat der große, erfolgreiche Richard Branson dann irgendwann geworden. So ist es. Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch heute. Georg Wawschinek bei uns in der Sendung. Das könnt ihr natürlich alles nochmal nachlesen bei uns auf der Homepage. Da einfach mal da draufklicken, nrw.tv. Und dann könnt ihr hier direkt auf die Seite auch draufkommen oder auch natürlich auf die Seite des Buchs. Ihr könnt übrigens auch 3 von diesen schönen Büchern gewinnen. Ihr müsst einfach nur eine E-Mail schicken an die redaktion@nrw.tv. Wird auch noch gleich schön handsigniert sehr, sehr gerne. Georg, und dann könnt ihr, wie gesagt, dieses Buch hier auch bei uns gewinnen. Ja, Dankeschön für deinen Besuch, und hier geht's weiter mit dem Klickblick. Diesmal habe ich es gehört, jawohl, Seppo und Christopher, vielen, vielen Dank.